Mittelalter-Tag gibt es einen Haufen, international und natürlich überall in der Schweiz. Aber der Sragans, der vom Verein Historia Sane Gauns, der ist etwas Besonderes. So, dann danke ich euch allen fürs Kommen. Und mein ganz besonderer Dank, unser ganz besonderer Dank, geht auch an, gilt dem Urs, Urs Lütholf, für das großzügig gewährte Gastrecht hier in dem Städtli-Torkel. Dann dem Aufbauteam von heute Abend, Monika, Matthias, Thomas, Simon und Werner. Wir haben einen adligen Hof, den Graf Hartmann, der diesmal nicht auf Dienstreisen weilt, sondern tatsächlich am Markttag teilnimmt. Dann haben wir die Ausstellung des Historischen Vereins, Beinschnitzen, Besenbinden, dann wieder Bettler, Bleiverglasen, Brettchenweben, Drechseln an der VIP-Drehbank, dann Einrit Amelinger, moi, Pfeilenhauer, Feldfrüchte, Obst, Filzen, Gebändenadeln machen, Gerichtsverhandlung im Rahmen auch von der gräflichen Hofhaltung, Geschichtenerzählerin, Gewürzhandel, Handspinnen, Holzhacken, das ist dann Teil von der Küchendarstellung, Kammweben, Kinderspiele, Kistler, Korbflechten und, gerade rechtzeitig kommt Judith, Küchenbetrieb, dann die Kurzführungen vom Historischen Verein, Markteröffnung und Schließung, Mollenhauer. Mollen sind so eine Art Tupper-Schüsseln aus dem Mittelalter. Das sind so Holzschüsseln, die links und rechts so einen Griff haben. Dann Musik und Musikinstrumente, Nadelbinden, das ist der Vorläufer vom Stricken oder Häkeln. Im Mittelalter ist man sich nicht sicher, wann Stricken tatsächlich angefangen wurde. Und das Nadelbinden, das ist tatsächlich mit einer Nadel, der Faden hängt an einer Nadel und da geht man durch die Schlaufen durch und arbeitet sich so vor. Dann die Ritterrüstung wird vorgeführt, einen Salzhandel haben wir. Die Schenke zur Kaplanei, ein Schmied, zwei Schmiede, Schneider, Schnitzen, Schreiben im Skriptorium, Schuhmacher, Seile machen. Die Stadtwache wird für Ordnung und Ruhe sorgen, Sticken mit Goldlan. Goldlan ist ein Seidenleinenfaden, der mit Blattgold umwickelt wird. Also sehr teuer und das ist auch eine spezielle Technik, wie das dann bestickt wird auf die Kleider. Dann Störenfriede, einen suchen wir noch. Also zwei Störenfriede brauchen wir, einen suchen wir noch. Es hat einen Haken dabei, er sollte nicht allzu schwer sein, sonst hätte ich mich schon längst gemeldet, weil die Störenfriede werden dann vom Graf abgeurteilt und zur Strafe in Brunnen getunkt, kopfüber. Und da wäre es natürlich arg peinlich, wenn mich die Stadtwache nicht hochheben kann nachher. Also, ja. Die Kleider dürfen vorher abgelegt werden, bis auf die Unterkleider und so. Und wird schon werden. Talgsieden, Tanz, Töpfern, Trippenschnitzen, Tuchhandel, Wäsche waschen. Also wir suchen auch noch Waschfrauen. Weben und Zimmermann. Also alles in allem sind wir rund 90 Mitwirkende an dem Tag. Plus dann noch etwa, ich weiß nicht, 8 bis 10 Helfer vor und hinter den Kulissen und in der Schenke. Und dann ist losgegangen mit der Kleiderverleihung. Der Verein leiht nämlich auch Kleider aus und das aus gutem Grund. Man möchte eben, dass die Leute, die dort auftreten, an dem Mittelaltermarkt, die offiziellen Leute, die eben verkleiden können, auch wirklich authentisch verkleidet sind. So, wie es eben von der Geschichte her auch erwiesen ist. Und darum ist eben die Bekleidung sehr, sehr wichtig. Es ist wichtig natürlich, dass wenn man sich hier eine Kleidung auslehnt und hier mitmacht, dass es natürlich auch wieder zurückgibt. Da wird genau Kontrolle geführt. Und dann ist losgegangen, die Mode ist auch vom Mittelalter. Allerdings eben mit Kleidern, die historisch erwiesenermaßen richtig sind. Man legt Wert darauf, dass man eben das genau macht. Also man möchte niemanden haben mit Fuchspilz oder mit irgendwelchen Fantasiekleidern. Man möchte nicht ein Mittelaltermarkt sein, der einfach Fantasie anregt. Ein Mittelaltermarkt, wie man das zum Teil natürlich auch in den Filmen als Abbild so sieht. Und dann ist natürlich eben auch darum gegangen, findet man noch das richtige Kleid? Passt überhaupt irgendetwas? Also das war eine riesige Sucherei, ein riesiges Engagement. Das hat mich sehr erstaunt.
erstaunt, wie freudig die Leute mitgemacht haben, wie sie mitgedacht haben, was passt wirklich dazu, was passt nicht. Also wirklich völlig eine andere Art von Mittelaltermarkt. Nicht etwas, was einfach das Geschäft und der Markt anregt, sondern etwas, was wirklich eben die Geschichte, so wie es damals war, von 750 Jahren wiedergibt. Und dann, natürlich, habt ihr gesehen, vor eher dort, die Ärmel sind ein bisschen zu kurz. Also die Frauen haben dann etwas gefunden, ja, die Mine nützt auch nichts, das hat ihm einfach am Schluss wirklich gar nichts gepasst. Also er wird weitersuchen, wird sicher mitmachen. Und es sind auch Junge dabei gewesen, erstaunlich. Und manchmal, da seht ihr, ist gar nicht so einfach, in die Kleider einzuschleifen. Das drückt er im Fall noch. Ich bin bei ihm ein bisschen geblieben. Ich habe es einfach lustig gefunden, wie er gesucht hat. Er hat wirklich gerungen ums richtige Kleid und auch ums richtige Loch, wo man muss reinschleifen. Aber wenn er dann drin war, dann hat er einfach gemerkt, ja, es gibt für ihn jetzt einfach im Moment da gar nichts. Die Ärmel zu kurz oder sonst irgendetwas zu wenig lang. Aber ich bin überzeugt, der Mittelaltermarkt hat etwas gefunden. Die Utensilien natürlich auch sehr, sehr wichtig und eben die Diskussionen. Und ich habe mit dem Gerhard Luck geredet. Gerhard Luck, du bist der Wächter des Gewandes. Also warum ist das so wichtig? Ja, wir möchten eine ehrliche Zeitreise anbieten, möglichst ehrlich, und das Mittelalter so zeigen, wie es hätte wirklich aussehen können. Und dazu gehören eben auch die Gewänder, dass die möglichst nach Originalvorlagen und nach Bildern oder Funden von Hand gemacht worden sind, um die den Besuchern auch zu zeigen. Wenn ein Besucher daherkommt, hat einen Fuchspelz an, dann schickt er den weg? Am liebsten schon. Also wenn es jetzt nicht offiziell gesendet wird, muss ich sagen, ja, können wir schon nicht machen. Aber wir bitten Besucher, möglichst in heutiger Gewandung zu kommen und nicht in Fantasiegewändern. Allein schon, um eine Verwechslung zu vermeiden mit den Darstellern. Und die, die Darsteller sind, für die haben sie eine Beratung. Also die müssen sich so kleiden, wie ihr ihnen sagt. Und zwar von zunderst, also von der Schuhe weg, bis zoberst rauf, oder? Ja. Wobei das Schöne an unserem Mittelaltertag ist, dass etwa die Hälfte aus dem Städtchen oder Umgebung kommen und nur für alle zwei Jahre für diesen einen Tag in Mittelaltergewänder schlüpfen. Die andere Hälfte sind Leute, die das als Hobby machen, Living History betreiben als Hobby. Denen muss man das natürlich nicht sagen und die haben auch ihre eigenen Gewänder. Bei euch ist also kein Markt. Es geht nicht ums Geld, nicht ums Verkaufen, sondern es ist ein Hobby. Es muss authentisch sein. Genau, genau. Wir stellen einen Markt nur dar und wir werden auch nicht müde, darauf hinzuweisen, damit es kein Missverständnis gibt, weil es gibt sogenannte Mittelaltermärkte, wo man vom Drachen über Duftöle und weiß ich nicht alles kaufen kann. Und die Leute werden dann vielleicht enttäuscht, wenn bei uns nur ein oder zwei echte Verkaufsstände da sind und dann auch nur authentische Waren verkauft werden. Frauen, die geheiratet sind im Mittelalter, sind eben unter die Haube gekommen. Da ist jetzt auch so eine Haube an. Die ist inzwischen gebunden, nicht mal ist sie offen gewesen. Die muss gebunden sein. Ja, das ist so, in diesem Hobby wird man auch immer etwas schlauer. Je mehr man recherchiert und je mehr Quellen erforscht werden und je mehr Diskussionen stattfinden, stellt man heraus, dass man jahrelang vielleicht eine falsche Vorstellung hatte und dass es dann doch anders war. Und das mit dieser Bundhaube ist so ein Punkt. Man geht heute davon aus, dass die tatsächlich gebunden war und da auch der Name herkommt. Du bist ein niedriger Adeliger, gell? Aber wenn man so mal ableuchtet, der Beutel, das ist ein Almosenbeutel. Also haben die Adeligen damals auch Almosen gesammelt? Nein, sie haben sie verteilt. Ach so. Da waren die Almosen drin, die ein Adeliger oder ein reicher Mann, den Bettler, den Ärmeren gegeben hat. Es gab keine AHV, keine IV. Wenn jemand einen Unfall hatte oder krank war, musste er betteln. Und dann war es aber auch die christliche Nächstenpflicht für reiche Leute, dass sie was geben. Sonst hätten sie sich der Todsünde des Geizes schuldig gemacht. Ich muss jetzt mal ein kleines bisschen ganz genau anschauen. Genau. Ja. Ich schaue mal auf die rechte Hand, auf die linke Hand. Ja, das sind die Unterkleider, gell? Die Beiden. Ja, ja. Ja. Hoi, 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 hoi. Also das sind die Hosenbeine, das ist das Paar Hosen im Mittelalter. Dazwischen ist die Unterhose, da sind die Hosenbeine festgebunden. Dann kommt das Leibhemd, das ist auch aus Leinen. Da am Arm sieht man es auch. Genau, und wenn wir jetzt den Arm genau anschauen, das ist eine Handnaht von dir selbst gemacht, gell? Ja. Wobei, so kann man es gar nicht unterscheiden, die Handnaht. Man sieht es eigentlich nur, wenn man zum Beispiel jetzt solche Nähte anschaut, wo man sieht, das kann gar nicht von der Maschine genäht sein. Ja, ja, ja. Das sind auch alles Handnähte. Aber wenn man, also ich habe inzwischen einiges an Übung und dann werden die Nähte so gleichmäßig, dass man wirklich Mühe hat, das von der Maschinennaht zu unterscheiden.
Du hast keinen Ehering, weiss nicht, du bist geheiratet, du hast kein Piercing, du hast kein Tattoo. Du bist so richtig schlicht auch als Adeliger. Ja, man sieht den Abdruck vom Ehering ich bin verheiratet. Aber ich habe ihn extra für heute Abend abgezogen, weil eben Eheringe kamen erst viel später in Mode. Man hat Ringe getragen, aber ich habe eben noch keinen wirklich schönen Ring, darum bin ich lieber ohne unterwegs. Etwas kaufen kann man bei euch an dem Markt also nicht? Doch. Wir haben drei Händler oder eine Händlerin, Tuchhändlerin. Dort habe ich auch meine Stoffe gekauft bei ihr, weil ich habe meine Kleider selber genäht. Also sie kommt und hat wieder solche Tuche dabei. Sind die naturgefärbt? Ja? Sind die naturgefärbt, die Stoffe? Ja, die sind dann naturgefärbt, aber auch ungefärbte Stoffe. Leinenwolle hat sie dabei. Und dann haben wir den Korber, den Korbmacher, der verkauft seine Korbwaren. Und wir haben eine Brettchenweberin. Brettchenweben, die macht Borten mit Ornamenten drauf und die kann man auch kaufen. Aha, also trotzdem gibt es noch einen kleineren Markt. Aber ganz ehrlich gesagt, also, du kommst wahrscheinlich vom Dialekt her irgendjemand so ganz nach bei der Schweiz, jemand Konstanz, würde ich sagen. Ja? Ja, ganz knapp vorbei, Singen, Gottmerdingen. Dann bist du wahrscheinlich irgendwie ein Lutheraner, oder? Nein, ich bin oder ich war katholisch. Aha, nein, ich frage nur, weißt du, kannst dich erinnern, für Reformation 500 Jahre, da haben wir auch, wo ich so die gehört habe, wo du so ums Gewand herumgeredet hast und gesagt hast, das ist richtig, das ist historischerweise und so weiter. Es ist mir fast ein bisschen vorgekommen, wie damals der Luther gesagt hat, das ist der richtige Glauben. Also bist denn du dir so sicher, dass das Gewand, das du jetzt als historisch richtig verkaufst, auch wirklich das Richtige ist? Ja, so hundertprozentig sicher darf man sich da gar nie sein. Es gibt Funde, Grabfunde oder Leichen, die irgendwie verunglückt sind und die man an denen man noch die Kleider gefunden hat. An dem kann man sich orientieren. Aber so ganz hundertprozentig darf man sich da gar nie sein. Und das, wenn ich das so rübergebracht habe, wäre es ein rechter Fehler und es würde mir auch wirklich leid tun. Denn es ist mir ein Anliegen, auch zu sagen, ja, wir interpretieren und wie ich es vorhin gesagt habe, wir werden auch immer wieder mal schlauer. Das, was man 5 Jahre lang als richtig angeschaut hat, ist auf einmal mit Funden widerlegt und dann gibt es eine neue Wahrheit zu dem. Ja, das hast du auch irgendwie falsch gesagt, gell? Hätte schon der Lessing im Nathan der Weise gesagt, wer munter Mensch ist, wahrer wäre auch gut. Also die Wahrheit, die können wir nicht erfinden. Aber das ist Gerald Luck, und wenn man das so in Lack ummünzt, wäre das Glück. Ja. Kannst denn du wirklich glücklich sein mit dem Mittelalter? Ist doch eine schreckliche Zeit gewesen, nicht? Es ist eigentlich weder schrecklich noch schön, also weder dunkel noch verherrlicht. Es war einfach anders. Und durch mein Hobby habe ich manchmal den Gedanken, wie wohl Leute in 800 Jahren über uns denken. Die werden vermutlich auch sagen, Mai, war das schrecklich damals und die mussten noch zum Zahnarzt gehen und weiß ich was alles. Die Leute wurden in ihre Zeit hineingeboren, so wie wir in unsere Zeit hineingeboren werden. Und aus der Zeit heraus andere zu beurteilen, andere Zeiten zu beurteilen, ist halt falsch. Das Mittelalter-Hobby ist sehr, sehr schön, aber noch schöner ist, nach dem Wochenende wieder unter die warme Dusche zu stehen und wieder in die Jetztzeit zurückzutauchen. Es ist ein Ausflug, es ist ein Hobby. Gut, das ist jetzt einfach ein Glasestängel. Ein Glasestängel ist so lang. Oder? Das heisst, das würde nicht, dann müssen Sie so nur noch, dann ist es etwa die Hälfte. Ja, das könnte man eigentlich selber machen, wenn du das so schaust. Das kannst du ein bisschen schleifen. Da, wenn du die Hände anschaust, auch, das ist vielleicht 8 cm, 6 cm. Die engagierten Diskussionen sind bei Speis und Trank weitergegangen. Man hat gerungen um die einzige Wahrheit bezüglich Kleider. Aber dann hat es auch etwas gegeben, Beobachtung vom Mittelaltermarkt in Chioggia. Das ist südlich von Venedig. Jetzt Chioggia. Und bin zufällig mitten in den Mittelaltertag hineingelaufen. Also das ist einfach das, was es dort hat, oder? Auch
Webstuhl. Du siehst auch wahnsinnig, bei der Frau ist mir aufgefallen, sie sind nicht wahnsinnig anders angelegt, sie sind reicher. Ich denke auch, dass es, da siehst du noch ein Spinnrad, ein grosses. Eine schöne Frau am Sticken. Hat es im Mittelalter schon gegeben, oder? Schöne Frauen. Da siehst du Trommel, Dudelsack. Ein Dreher mit einer Drehscheibe. Ein Kerzenladen. Kerzen hätte das Ganze auch gebraucht, oder? Hätte ja nicht anders gegeben. Ein Salzladen. Puppentheater. Es wäre auch schön, wenn man so ein Puppentheater hätte, so einen Salz. Ich weiss jetzt nicht, ob das wirklich im Mittelalter ist. Aber ich könnte mir das vorstellen. Kein Problem, wer unsicher ist, kann sich beraten lassen. Es gibt einen Beratungsdienst von diesem Verein. Und wir haben uns hier den Google vorstellen lassen. Also das ist eigentlich ein multifunktionales Kleidungsstück, so ein Google. Wie man sieht, das ist eine Kapuze, die auch noch über die Schultern läuft. Man kann sie natürlich, wenn es kalt ist, einfach überziehen. Oder halt so, wenn es etwas wärmer ist. Oder. Ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt richtig mache. Weil ich das sonst nicht so trage. Irgendwie. So geht es auch noch. Nach Abbildungen. Quasi als. Kopfbedeckung einfach. Alles klar jetzt, warum der Mittelaltertag in so ganz etwas Spezielles ist. Wer also wird eintauchen in die Zeit vor 750 Jahren, wer authentisch Mittelalter wird erleben, der muss eigentlich dorthin gehen. Städtle so ganz am 24. Juni und nicht vergessen, könnt besser als Zuschauer, lasst euren Fuchspilz daheim, verkleidet ihr nicht, schaut, wie es wirklich aussieht. Es hat genug Leute dort, die wirklich authentisch, historisch erwiesenermaßen richtig verkleidet sind. 24. Juni, Städtle so ganz.